Hey, da bin ich wieder mit Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Woher kommen diese Griechen? Genauer, wer kultivierte die alten Griechen? Am 28.10. feierten die Griechen auf der ganzen Welt das bekannte Olchi. Nein, von Ioannis Metaxa gegenüber Mussolini. Woher kommen aber diese Griechen, besser Hellenen? Gestern meinte meine Schwester, jemand hätte ihr erzählt, wir kämen von den Türken, weil wir viele Gemeinsamkeiten haben. Aber ich denke, diese Gemeinsamkeiten kommen eher wegen der Osmanen. Die griechische Kultur ist mehr als 5000 Jahre alt. Was aber war davor? Woraus entstanden diese Griechen? Aber halt, weshalb sollte sich jetzt ein Deutscher oder auch andere Nationalitäten für die Herkunft und die Kultivierung der Griechen interessieren? Nun, erstens, könnte das Thema der Herkunft des Begriffs Hellenen und die Entstehung der griechischen Identität in der Antike durchaus interessant für meinen YouTube-Kanal sein. Besonders wenn ich mich mit Themen rund um die Sprache, Kultur und Geschichte beschäftige. Es könnte für meine Zuschauer vielleicht faszinierend sein, die Entwicklung der griechischen Identität und die Bedeutung von Begriffen wie Hellenen zu verstehen. Es könnte auch dazu beitragen, das Bewusstsein für die reiche Geschichte und Kultur Griechenlands zu fördern. Und zweitens, nun, ich habe auch so im Hinterkopf, dass der eine oder andere sich vielleicht für seine eigene deutsche oder auch andere Kulturen, römische, ägyptische, interessieren könnte. Auch wenn das utopisch klingt. Aber ist das wirklich so utopisch? Denn viele Menschen sind neugierig auf die Ursprünge und Entwicklungen ihrer eigenen Kultur und Sprache. Es könnte also Menschen inspirieren, sich mit ihrer eigenen Geschichte und kulturellen Wurzeln auseinanderzusetzen. Es ist eine Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt und die Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen zu würdigen. Oder wusstet ihr etwa, woher der Begriff Deutsch kommt? Warum Deutschland Deutschland heißt? Aber in diesem Video hier geht es nur um die Griechen. Wenn ihr jedoch mehr über das Deutsch erfahren wollt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten: selbst recherchieren oder in den Kommentaren schreiben. Also, Molon Lavae. Mit Molon Lavae soll König Leonidas I. von Sparta bei der Schlacht bei den Thermopylen auf die Aufforderung Xerxes I. von Persien, die Waffen abzugeben, geantwortet haben. Manch einer kennt das vielleicht aus dem Film Die 300. Hier in diesem Video gilt jetzt das Motto: Komm und hol sie dir, die Information. Die Herkunft der Griechen bzw. der Hellenen ist ein faszinierendes Thema. Für mich natürlich. Insbesondere für mich. Also, vor der Entstehung der griechischen Kultur gab es verschiedene Völker und Einflüsse auf dem Gebiet, das heute Griechenland ist. Die Geschichte der Hellenen reicht weit zurück. Vor etwa 3000 vor Christus gab es in der Ägäis und auf Kreta bereits hochentwickelte Kulturen. Die Mykener und die minoische Kultur sind hier besonders bedeutend.
Die Griechen haben viele Elemente ihrer Kultur von diesen Vorläufern übernommen. Die griechische Sprache und Schrift entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte und es entstand eine einzigartige Kultur, die sich in Bereichen wie Philosophie, Literatur und Kunst auszeichnete. Die Verbindung zu den Türken und den Osmanen kam später in der Geschichte durch das Byzantinische Reich und die osmanische Herrschaft in Teilen Griechenlands zustande. Es ist also eine sehr komplexe Geschichte mit verschiedenen Einflüssen, aber die Wurzeln der griechischen Kultur reichen tatsächlich weit, weit zurück. Jetzt dämmert es mir wieder, genau, die Mykener. Ja, man wird so langsam alt. Haben die Griechen ihre Schrift nicht von den Phöniziern? Das ist richtig, Georg. Naja, hin und wieder kannst du dich doch noch an was erinnern, trotz deines vorangeschrittenen Alters. Also zurück zu den Griechen. Die griechische Schrift hat tatsächlich ihren Ursprung bei den Phöniziern. Die Phönizier waren ein semitisches Volk im antiken Nahen Osten und ihre Schrift, die als phönizisches Alphabet bekannt ist, beeinflusste viele andere Kulturen in der Region, darunter auch die Griechen. Die Griechen passten das phönizische Alphabet an ihre Bedürfnisse an, indem sie eigene Buchstaben hinzufügten und die Aussprache an die griechische Sprache anpassten. Dies war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der griechischen Schrift, die später auch als Vorläufer für das lateinische Alphabet diente, das heute in vielen europäischen Sprachen verwendet wird. Haben die antiken Griechen nicht die Vokale erfunden? Nicht so ganz. Die antiken Griechen trugen maßgeblich zur Entwicklung des Alphabets bei, indem sie das griechische Alphabet schufen, das Vokale und Konsonanten umfasste. Sie waren jedoch nicht die Erfinder der Vokale im Sinne einer schriftlichen Darstellung von Lauten. Vokale sind grundlegende Laute in allen Sprachen und sie wurden in vielen Kulturen mündlich verwendet, bevor sie in Schriftform festgehalten wurden. Das griechische Alphabet, das um das 8. Jahrhundert vor Christus entstand, war jedoch eines der ersten Alphabete, das Vokale als eigenständige Buchstaben enthielt, was zu einer präziseren und systematischeren schriftlichen Darstellung der Sprache führte. Die Einführung von Vokalen in das Alphabet war eine wichtige Entwicklung in der Geschichte der Schrift und erleichterte die schriftliche Aufzeichnung der griechischen Sprache erheblich. Wer wird jetzt so kleinlich sein? Okay, ich präzisiere. Die Griechen waren die ersten, angeblich, die Vokale in ihre Schrift einführten. So habe ich es gelesen. Und jetzt? Ja, das ist korrekt. Die Griechen gelten als eine der ersten Kulturen, die Vokale in ihre schriftliche Darstellung einführen. Dies war eine wichtige Innovation in der Geschichte der Schrift, da sie die schriftliche Wiedergabe der gesprochenen Sprache genauer und effizienter machte. Die Einführung von Vokalen in das griechische Alphabet ist in der Tat eine bemerkenswerte Entwicklung und trug dazu bei, die schriftliche Kommunikation zu verbessern. Die Mykener und andere antike griechische Kulturen haben dieses Alphabet weiterentwickelt und genutzt, um ihre Sprache und Kultur aufzuzeichnen. Es ist also schon interessant zu sehen, wie die Schrift der Phönizier einen wichtigen Einfluss auf die Entstehung der griechischen Schrift hatte. Welche andere antike griechische Kulturen gab es dann noch? Namentlich bitte. Die antike griechische Welt war reich an verschiedenen Kulturen und Stadtstaaten. Einige der bemerkenswertesten antiken griechischen Kulturen
und Stadtstaaten sind. Die minoische Kultur. Diese Kultur blühte auf der Insel Kreta und ist vor allem durch die minoische Palastkultur bekannt, die sich ab etwa 2000 vor Christus entwickelt. Die mykenische Kultur. Die Mykener waren ein antikes griechisches Volk, das sich auf dem griechischen Festland entwickelte. Sie sind besonders bekannt für ihre mykenischen Paläste und die Verwendung einer frühgriechischen Schrift namens Linear B. Athen. Athen war einer der bekanntesten Stadtstaaten im antiken Griechenland und ein Zentrum der Philosophie, Literatur und der Demokratie. Berühmte Philosophen wie Sokrates, mein Urgroßvater übrigens, Platon und Aristoteles stammten aus Athen. Sparta. Sparta war ein militaristischer Stadtstaat, der für seine Kriegergesellschaft und Disziplin bekannt war. Die Spartiaten bildeten eine einzigartige Kultur. Jetzt sind wir wieder bei Molon Lavé. Theben. Theben war ein wichtiger Stadtstaat und spielte eine bedeutende Rolle in der thebanischen Hegemonie im 4. Jahrhundert vor Christus. Korinth. Korinth war ein bedeutender Handelsplatz und spielte eine sehr wichtige Rolle im antiken Griechenland. Dies sind nur einige Beispiele. Es gab viele andere Stadtstaaten und Kulturen in der antiken griechischen Welt, von denen jede ihre eigenen Besonderheiten und Beiträge zur griechischen Kultur hat. Das heißt, diese Kulturen sprachen dieselbe Sprache, nannten sich Griechen, aber es war noch nicht Griechenland als eine Einheit? Ja, das ist korrekt, Georg. Nun, hin und wieder stelle ich halt auch korrekte Fragen. Diese verschiedenen antiken griechischen Kulturen und Stadtstaaten hatten zwar eine gemeinsame Sprache und Kultur, aber sie nannten sich nicht Griechen im modernen Sinne. Und es gab kein einheitliches Griechenland als politische Einheit. Der Begriff Griechen oder Hellenen wurde erst später verwendet, um die Menschen zu beschreiben, die diese gemeinsame griechische Kultur und Sprache teilten. Es war in der Antike üblich, dass die verschiedenen Stadtstaaten und Regionen ihre eigenen Identitäten und Namen hatten. Die Vorstellung eines einheitlichen griechischen Staates, wie wir es heute mit Griechenland in Verbindung bringen, entwickelt sich erst später, in späteren historischen Epochen. Die Einigung und Bildung des modernen Griechenlands als Nationalstaat erfolgte erst im 19. Jahrhundert, als das Land seine Unabhängigkeit von der osmanischen Herrschaft erlangte. Vorher war die Region von verschiedenen Königreichen, Römern und anderen Herrschaften geprägt. Deshalb macht die Aussage, Alexander der Große vereinte die Griechen gegen die Perser, aber sie waren dennoch autark, Sinn. Genau. Die Aussage, dass Alexander der Große die Griechen gegen die Perser vereinte, sollte hier im historischen Kontext verstanden werden. Obwohl die verschiedenen griechischen Stadtstaaten und Regionen im 4. Jahrhundert vor Christus unter der Herrschaft von Alexander dem Großen ein gemeinsames Ziel hatten, die Eroberung des Persischen Reiches, waren sie dennoch weitgehend autonom und hatten ihre eigenen Regierungen und Interessen. Alexander der Große war makedonischer Herkunft und führte ein makedonisches Heer, aber er zog auch Griechen aus verschiedenen Stadtstaaten und Regionen in sein Heer. Er stammte aus dem Königreich Makedonien, das in Nordgriechenland lag. Seine Eroberungen erstrecken sich über viele Regionen, darunter auch die persischen Gebiete. Obwohl er die Idee einer gemeinsamen griechischen Einheit vorantrieb, blieben die griechischen Stadtstaaten und Regionen weitgehend eigenständig, auch nach seiner Eroberung des Perserreiches. Die Bezeichnung autark, unabhängig,
passt in gewisser Weise, da sie ihre lokale Verwaltung und Identität bewahrten, während sie unter der Vorherrschaft Alexanders standen. Unnötig jetzt zu erwähnen, wo ich geboren bin, oder? In Hellas natürlich. Wo genau? Genau, Makedonien, wo denn sonst? Vielleicht Alexander der Große mein direkter Vorfahre. Ja, ja, Georg, träum weiter. Okay, weiter im Text. Seit wann gibt es dann Griechenland, wie wir es heute kennen, als Hellas? Griechenland, wie wir es heute als die Republik Griechenland kennen, wurde erst im 19. Jahrhundert als moderner Nationalstaat gegründet. Vorher war die Region, die heute Griechenland ist, über viele Jahrhunderte von verschiedenen Reichen und Herrschaften geprägt. Darunter das Byzantinische Reich, das Römische Reich und die Osmanische Herrschaft. Die Idee eines modernen, unabhängigen Griechenland wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer treibenden Kraft. Der griechische Unabhängigkeitskampf gegen die Osmanen begann in den 1820er Jahren und führte zur Anerkennung der Souveränität Griechenlands durch europäische Mächte im Jahr 1832. Die moderne Republik Griechenland wurde schließlich im Jahr 1821 ausgerufen und erlangte in den Jahrzehnten danach nach und nach ihre heutigen Grenzen und Strukturen. Hellas ist der griechische Name für Griechenland und es hat eine lange Geschichte, aber als souveräner Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen, existiert es seit dem 19. Jahrhundert. So jung! Ja, im Vergleich zu vielen anderen Nationen ist Griechenland als moderner Nationalstaat relativ jung. Die Unabhängigkeit und Gründung der modernen Republik Griechenland im 19. Jahrhundert markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Region. Die griechische Kultur und Geschichte reichen jedoch weit in die Antike zurück, mit einer beeindruckenden historischen Erbe, das über Jahrtausende reicht. Trotz der jungen Geschichte als Nation hat Griechenland einen bedeutenden kulturellen Einfluss auf die Welt gehabt und ist bekannt für seine reiche Geschichte, Philosophie, Kunst und Literatur. Ich schwebe gerade über dem Boden. Jetzt verstehe ich auch, warum Altgriechisch noch weit in die 1900er gesprochen wurde. Ja, Altgriechisch war lange Zeit eine wichtige Sprache im Bereich der Wissenschaft, Philosophie und Theologie. Selbst nach der Gründung des modernen Griechenland im 19. Jahrhundert wurde Altgriechisch noch in akademischen und religiösen Kontexten verwendet. Besonders in der orthodoxen Kirche spielte es eine Rolle. Die lange historische Kontinuität der griechischen Kultur und Sprache, die bis in die Antike zurückreicht, führte dazu, dass Altgriechisch als klassische und geistliche Sprache erhalten blieb. Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie die Geschichte und die Entwicklung von Sprachen eng mit der Kultur und der Identität einer Region verbunden sind. Cool, danke. Noch eine Frage, doch noch. Zur Zeit dieser unterschiedlichen Kulturen, hießen diese Stadtstaaten Hellenen oder hatten sie Bezeichnungen wie Spartiana, Makedonia, Athena? In der Zeit der verschiedenen antiken griechischen Kulturen und Stadtstaaten hatten sie in der Regel eigene Bezeichnungen, die auf ihre jeweilige Herkunft oder Stadtstaat hinwiesen. Hier sind einige Beispiele.
Die Bewohner von Sparta nannten sich selbst Spartiaten. Makedonien war das Königreich von Alexander dem Großen und die Bewohner wurden oft als Makedonier bezeichnet. Die Menschen in Athen nannten sich Athener. Die Mykener hatten ihre eigene Kultur und auch ihre eigene Bezeichnung. Auf Kreta war die minoische Kultur verbreitet. Die Bezeichnung Hellenen oder Griechen wurde später in der Geschichte als Sammelbegriff für die verschiedenen griechischen Völker und Stadtstaaten verwendet, insbesondere im Kontext der gemeinsamen Kultur und Sprache. Während der klassischen Antike war es üblich, die Bezeichnung des jeweiligen Stadtstaates zu verwenden, um auf die Herkunft einer Person hinzuweisen. Und wann nannten sie sich dann Hellenen? Denn Griechen haben uns die Römer gemacht, das weiß ich. Ja, der Begriff Griechenland wurde von den Römern geprägt, als sie die Region eroberten und den Namen Kretia verwendeten. Der Begriff Hellenen hingegen war eine Bezeichnung, die in der Antike von den Griechen selbst verwendet wurde, um sich selbst zu beschreiben. Die Verwendung des Begriffs Hellenen für die Griechen reicht weit zurück in die Antike und war eine Selbstbezeichnung, die auf die gemeinsame Sprache und Kultur hinwies. Der Begriff leitet sich wahrscheinlich von Hellas ab, was auf eine Region in Thessalien hindeutet. Die antiken Griechen erkannten sich oft als Hellenen an, während sie in verschiedenen Stadtstaaten und Regionen lebten. Die Bezeichnung Hellenen wurde also von den Griechen selbst verwendet, um ihre gemeinsame Identität zu betonen, bevor der Begriff Griechenland im Zusammenhang mit der römischen Herrschaft aufkam. Die antiken Stadtstaaten nannten sich selbst Hellenen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist korrekt. Die verschiedenen antiken griechischen Stadtstaaten, die in der klassischen Antike existierten, bezeichneten sich oft als Hellenen. Ja. Diese Bezeichnung betonte ihre gemeinsame kulturelle und sprachliche Identität, unabhängig von ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stadtstaat. Nochmal, der Begriff Hellenen wurde also von den Griechen selbst verwendet, um ihre gemeinsame Herkunft und Kultur zu beschreiben, bevor der Begriff Griechenland und Griechen im heutigen Sinne gebräuchlich wurden. Okay, cool. Aber man weiß nicht, was Hellenen wirklich bedeutet, oder? Der Ursprung des Begriffs Hellenen ist nicht eindeutig geklärt und es gibt verschiedene Theorien darüber, woher er stammt. Eine gängige Theorie ist, dass er sich auf die antike Region Thessalien bezieht, die als Hellas bezeichnet wurde und dass die Menschen in dieser Region als Hellenen bekannt wurden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genaue Herkunft des Begriffs im Laufe der Zeit verschwommen sein kann, da er in der Antike von den Griechen selbst verwendet wurde und sich über Jahrhunderte entwickelte. Da der Begriff so tief in die griechische Geschichte eingebettet ist, bleibt er oft mit der allgemeinen Identität der griechischen Kultur und ihrer Beziehung zur antiken Welt verbunden. Cool, oder? Ich finde das cool. In der Suche nach unserer eigenen Herkunft und Identität offenbaren sich Schätze an Wissen und Weisheit. Die Reise in die Vergangenheit lehrt uns nicht nur, woher wir kommen, sondern auch, wer wir heute sind. Denkt darüber nach, erforscht eure Wurzeln und bleibt neugierig, denn die Sprache der Geschichte hat viele Geschichten zu erzählen. In diesem Sinne, das Geheimnis der Existenz besteht darin zu verstehen,
dass unsere Existenz ein Geheimnis ist. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe, Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist, wollte mit diesem Zitat die Idee betonen, dass das Mysterium der Existenz und des Lebens eine wichtige Quelle der Faszination und des Staunens sein sollte. Er ermutigt uns, nicht nur oberflächlich durch das Leben zu gehen, sondern die Tiefe und die Rätsel, die es enthält, zu erkunden. Schweitzer schlägt vor, dass das wahre Verständnis der Existenz in der Bereitschaft liegt, die Fragen zu stellen, die uns zur Essenz des Lebens führen. Es erinnert uns daran, dass das Leben weit mehr ist als das, was auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und dass es eine reiche Welt innerhalb und außerhalb von uns zu erforschen gibt. Das Zitat von Schweitzer betont also die Wichtigkeit des philosophischen und neugierigen Ansatzes im Leben, der uns dann so ermutigt, die Tiefe und den Sinn der Existenz zu erforschen. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Moratidis, bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.